Hallo, heute ist der 5.8.21 und das ist Urlaubstag 6 von 24. Heute ist richtig gutes Wetter und das hatten wir vor 27 Jahren auch. Und da Uta und ich uns gemeinsam daran erinnern, wie das Wetter vor 27 Jahren war, unternehmen wir heute ein bisschen mal was Besonderes. Ich habe die regennasse Hose von gestern zwar wieder einigermaßen trocken bekommen und habe sie heute angezogen, aber leider habe ich die Akkus nicht wieder reingepackt. So musste ich los und noch ein paar Batterien am Bahnhof kaufen. Die drei haben artig auf mich gewartet. Also erstmal geht's schon mal damit los, dass wir heute mit der Bahn fahren. Und hier sieht man jetzt gleich den Chauffeur unseres Vertrauens. Vorher mussten wir jedoch noch ein paar Minuten warten und das wurde den Jungs so ein bisschen langweilig. Und so hatte Jack die Idee, ich glaube, ich fange mal ein Spielchen mit Samson an. Und Samson hat gesagt, okay, ich bin dabei. Vorher hatten wir uns jedoch gesagt, sollte der Zug allzu voll sein, lassen wir es sein und fahren mit Camper Arno. Aber wie man hier sieht, sogar die Nebenreihe ist noch komplett frei. Ankunft am Bahnhof Cavaglia. 50 Meter entfernt vom Bahnhof Cavaglia. Hier drückt jetzt das Wasser einfach aus dem Boden raus und das ist richtig klar. Ich vermute, der Dauerregen in den letzten Tagen hat das Grundwasser nach oben gedrückt. Denn wenn das hier eine jahrelange Quelle schon wäre, wäre das Gras hier nicht mehr so grün. Unser erstes Ziel heute war der Gletschergarten Cavaglia. Hier war vor 10.000 Jahren in etwa wohl mal ein Gletscher und hier haben sich lauter Gletschertöpfe gebildet und die bilden sich durch Schmelzwasser, das durch die Gletscherspalten und insbesondere Gletschermühlen zum Gletscherbett hin abfließt. Dieses Schmelzwasser vereinigt sich zu Strömen und bildet an gewissen Stellen Wirbel. In diesen Wirbeln herrschen Fließgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h und hoher Druck. Die Haupterosionsarbeit mit Aushöhlen des Felsbettes leisten dabei der mitgeführte Sand und die Kiespartikel. Tja, aber wie lange es dauert, um zum Beispiel so einen 11,35 Meter tiefen Gletschertopf entstehen zu lassen, das stand nicht. Dafür stand hier eine Leiter. Und klar, wo eine Leiter ist, die muss ich nutzen. Und zack, war ich unten im Gletschertopf. Aber ich kam auch wieder raus. Keiner hat die Leiter weggezogen. War auch nicht so leicht möglich, die Leiter wegzunehmen, denn, wie man hier sieht, ist sie an die Wand geschraubt. Weiter ging es über so schmale Treppen und Pfade, ich sag mal einen Meter breit, und damit war man ein bisschen fremdbestimmt. Das heißt, wenn vor einem eine Gruppe stand, dann hat man sich da nicht vorbeigedrängt. Das Problem war jedoch am Ende, war eine Baustelle und die war auch nicht erst seit letzter Woche. Und so mussten alle umdrehen und sich an den entgegenkommenden Leuten vorbeidrängeln auf etwa 50 Meter. Corona-Konzept verbesserungswürdig. Hier habe ich die DJI Pocket am 1,80 Meter langen Selfie-Stick ein bisschen runtergelassen. Ich vermute mal, die Mütze, die dort unten liegt, ist nicht aus der letzten Eiszeit. Hier bahnt sich das Wasser einen immer tiefer werdenden Weg mit Hilfe von Sand und Kieseln und Stein in den Felsen hinein. So, nach diesem kleinen Rundgang geht's dann jetzt auf die richtige Runde. Als erstes finden wir hier einen Cache und der will uns auf was ganz Besonderes in 30 Metern Entfernung hinweisen.
und weiter geht's zum nächsten Ziel, dem Lago Palu. Hier machen wir erstmal eine kleine Pause, so ungefähr 20 Minuten. Diese Pause verbringt Samson ausschließlich im See. Nach der Pause machen wir uns auf den Rückweg. Der Rückweg heißt hier in diesem Fall erstmal, da es eine Runde ist, weiter bergauf. Und so können wir ab und zu dann nochmal einen schönen Blick zurückwerfen nach unten auf den Lago Palu. Auspizio Bernina, da waren wir gestern, da regnet es immer. Was war denn hier los? Meiner Meinung nach muss das mit dem Luftgewehr passiert sein. Wir arbeiten uns schließlich sogar auf 2020 Meter Höhe. Wieder beim Bahnhof zurück hatten wir 7,59 Kilometer und 353 Höhenmeter zurückgelegt. Und hier fährt gerade wieder am Bahnhof der alte Berliner Express, der über 100 Jahre alt ist, ab. Wir fahren jedoch mit der neueren, längeren, größeren und leereren Version wieder zurück. Jack hat lange überlegt und denkt sich, es ist mal wieder Zeit, bei Frauchen auf den Schoß zu gehen. Doch die unterbindet das sofort. Im Bahnhof Poschiavo hat Jack sein Ziel so halb erreicht. Erst mit den Vorderbeinen bei Uta auf den Oberschenkel. Die Hinterbeine berühren noch den Boden und er kann so auf den Bahnhof und sein Treiben gucken. Gleich bellen zwei Cocker Spaniel, Jack guckt nur blöd, Samson antwortet und ich zucke voll zusammen und beende vor Schreck die Aufnahme. Mit den Bahnfahrten zusammen hatten wir heute 39,61 Kilometer zurückgelegt und 1204 Höhenmeter. Knapp 8 Stunden waren wir von Camper Arno getrennt. Zur Feier des Tages haben wir noch eine leckere Pizza geholt und den Tag ruhig ausklingen lassen. Als Bonus hänge ich dann noch die Fotos an, die Uta mit dem Smartphone gemacht hat. Die war heute doch deutlich besser unterwegs, was das Fotografieren betraf, als ich es war. Ich sag schon mal danke fürs Gucken und vielleicht bis morgen. Tschüss! Keiner weiß, wie weit wir kommen. Keiner kennt den besten Weg. Die Sicht nach vorne noch verschwommen.
Niemand da, der uns verrät, wie's geht. Doch ich weiß, es wird schon gehen, solange die Welt sich weiter dreht. Denn wir sind frei und können alles sein. Ja, ich weiß, nicht mehr lang, dann fängt das Beste gerade erst an. Denn wir sind frei und können alles sein. Und alle Weichen sind gestellt. Ich höre die Vergangenheit verhallen. Ab jetzt nur das, was mir gefällt. Das Glück wird mir in meine Arme fallen.